Ihr erhabenes und engelsgleiches Erscheinungsbild war in solcherlei schüchternen Augenblicken von fast noch größerer Anmut und Grazie als sowieso schon stets. Charles konnte sich unsagbar glücklich schätzen. Gemeinsam nämlich straben sie nach dem Transzendenten und erreichten einen Zustand vollkommener Schwerelosigkeit. Dabei betrieben sie nicht einmal Yoga oder Meditationen im herkömmlichen Sinne, sondern erlagen einfach dem Zauber der jeweils anderen Persona. Das genügte bereits vollkommen, um sich gänzlich fallen zu lassen und gemeinsam zu atmen, als gäbe es keinen Morgen. So, also das war jetzt mal hier 10.1. Viel passt ja jetzt speicherbedingt nicht mehr rein in die Stories. Deswegen mache ich das jetzt in so einzelnen gesplitteten Parts und sage euch schönes Wochenende, ihr Lieben. Ciao.